Am Mittwochnachmittag gab es prominente Gäste beim Kartenvorverkauf im Lütter Center in Lüttringhausen zum FC Remscheid Wuppertaler SV Derby im Niederrhein-Pokal. Der Postshop Düssel ist einer der drei Vorverkaufsstellen in Remscheid. Und wie es läuft, dazu sagte Heiner Düssel. Der Kartenvorverkauf läuft sehr erfreulich, insbesondere Tribünenkarten, die ja auch kontingentiert sind. Wir haben ja im Stadion circa knapp 2.500 Plätze, von denen sind auf der Tribüne schon über 10% verkauft. Ich möchte also auch sagen, gerade Tribüne sollte man sich im Vorverkauf eindecken. Insgesamt werden wir jetzt bei knapp 400 Karten im Vorverkauf liegen. Natürlich wird das Ganze erst angeheizt nächste Woche, wenn es dann aufs Zielgerade geht. Aber bis jetzt ist das schon sehr erfreulich und ich hoffe, es kommen über 2.000 Zuschauer. Das ist meine Einschätzung. Die WSV-Spieler Robert Meinker und Christian Knappmann sowie FCR-Neuzugang Sebastian Pichura waren vor Ort. Beide Mannschaften freuen sich aufs Derby. Ja, ich freue mich natürlich aufs Pokalspiel, weil es natürlich auch eine Möglichkeit ist, über den Pokal in den DFB-Pokal einzuziehen. Und ich denke, dass wir das als Wuppertaler SV unser Ziel setzen sollten, diesen Pokal zu gewinnen und dann letztendlich auch die DFB-Pokal-Hauptrunde zu erreichen. Ja, wir freuen uns riesig drauf. Wir bereiten uns jetzt schon sehr heiß darauf vor. Die Umgebung freut sich sehr, die Stadt freut sich sehr. Und ich hoffe, das wird ein heißer Tanz mit vielen Leuten, mit vielen Zuschauern. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und FCR-Manager Mike Zintner erklärte uns noch das Sicherheitskonzept zum Spiel. Ja, das Sicherheitskonzept der Polizei wurde natürlich für dieses Spiel sehr hoch gehangen. Es sind sehr viele Ordner vor Ort und es wird auch sehr viel Polizei vor Ort sein, einfach die gewisse Sicherheit für alle zu gewährleisten. Und da müssen wir uns natürlich dran halten. Das haben wir auch. Wir haben da eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei und ich sage mal, die Sache läuft da auch.